Hallo meine Lieben, es ist wieder Duet Malita Zeit und draußen Herbst ist schon wundervoll. Ich habe für heute etwas ganz Besonderes vorbereitet und zwar eine selbstgemachte Lebkuchenlaterne. Und ich zeige euch jetzt, wie super einfach das funktioniert. Für unsere Lebkuchenlaterne brauchen wir natürlich Lebkuchenteig. Den hier habe ich am Vorabend vorbereitet für euch und 12 Stunden kühlen lassen, damit wir ihn jetzt besser verarbeiten können. Das ganze Rezept findet ihr natürlich in meinem Infotext, das geht ratzfatz schnell. Dann brauchen wir hier noch einmal die Vorlage fürs Laternenfenster und den Boden. Wir werden den Teig jetzt schön ausrollen, dann legen wir das drauf und dann schneiden wir unsere Laterne zu. Gut, das ist wie so ein Muskeltraining, so dieses nach vorne rollen und zurückrollen und nach vorne rollen. Da gab es doch so ein Gerät, oder? Da gab es doch so ein Gerät. So, wo man so alles, so die Oberarmmuskulatur, Bauchmuskel, ich spiele meine Bauchmuskeln hier rein. Jetzt nehmen wir das hier und wenn ihr einen Pizzakutter habt, dann nehmt ihn zur Hand. Ich habe so einen Teigschneide-Jason der 13. Mit dem werde ich jetzt hier meine kleinen Laternenfenster ausschneiden. Ich habe meine Laternenfenster hier schon einmal ausgeschnitten. Ich habe hier noch so einen Blattcutter und das klingt komisch, Blattcutter. Blattausstecher und damit werde ich ein paar Blätter ausstechen, damit wir die hier oben verwenden können zum Dekorieren und zum Verzieren. Ihr könnt so oft zustechen, wie ihr natürlich wollt und ihr könnt sie überall drauf pappen oder halt nur halt so oft ihr sie benötigt. Ich brauche hier jetzt nur 6 Stück. Ich habe hier schon einmal mein Backblech vorbereitet. Mein Backofen ist vorgeheizt auf 170 Grad und wir werden unsere wunderschönen Laternenfenster für ungefähr 12 bis 15 Minuten backen. Jetzt schon mal ausgeschnitten. Wir gehen jetzt auch gleich in den Backofen. Den Rest vom Teig könnt ihr in eine Frischhaltefolie reintun und 3 bis 4 Tage in eurem Kühlschrank lagern. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man den auch einfrieren kann. Und Weihnachten steht ja eh schon vor der Tür und dann kann man wunderschöne Schneefleckchen machen oder Weihnachtsmänner oder was auch immer. Das Praktische aber an so einer Laterne ist ja eigentlich, wenn ihr Heißhunger habt, so mitten in der Nacht, man steht so neben eurem Bett, voll schön, so mit dem LED-Licht drin, so, und voll Hunger habt, dann wacht ihr auch so, scheiße, ich hab voll Hunger, und dann beißt ihr einfach voll rein, und dann in der Früh denkt sich dann wahrscheinlich euer Freund, euer Mann oder die Mama so, was kriegen wir da, was ist da los? So ihr und die Krümel überall und sind voll glücklich und voll guter Schlaf und so, voll ausgeschlafen, voll an Deck gegessen. Für unsere Deko brauchen wir natürlich Royal Icing, sprich Zuckerguss. Dafür habe ich ja schon einmal ein Tutorial vorbereitet. Das könnt ihr euch hier ansehen und das mache ich jetzt. Natürlich auch Puderlebensmittelfarbe verwenden. Dann habe ich hier Zahnstocher, mit denen ich das in mein Royal Icing reinschmieren werde und kleine Kartuschen, mit denen wir das Ganze dann auf unseren Lebkuchen draufpalpen werden. Sind jetzt schon gut ausgekühlt. Ich habe hier auch unser braunes Royal Icing vorbereitet und ein selbst gebasteltes Spritztütchen reingetan. Zieht schöne Linien. Wir werden das Ganze jetzt verfugen. Also es gibt keinen Beruf, der Fugenschmierer heißt, aber ich bin die Fugenschmiererin und wir werden das jetzt verfugen. Schmieren, kleben, schmieren, kleben und wir werden das Ganze natürlich stützen. Dafür habe ich jetzt hier so kleine Gläschen vorbereitet. Ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr da habt.
Und dann werden wir das Ganze schön austrocknen lassen und dann dekorieren. Wenn man das zu schnell macht und man ist total euphorisch, denkt sich, ja, ich bin fertig. Und dann wird so, alles fällt auseinander und dann weint ihr und dann seid ihr voll traurig und denkt, nein, ich habe es sonst gemacht, voll viel Arbeit und so. Und deswegen ist es besser, manchmal sich zurückzuhalten, einen Kaffee zu trinken oder einen warmen Tee. Tee, ich habe voll Bock auf Tee. Trocknet das Ganze schön und könnt es dekorieren. Yay, unsere Lebkuchenlaterne steht und zwar ohne Gläschen. Das haben wir doch schon einmal super gemacht. Jetzt werden wir das Ganze schön dekorieren. Als erstes nehmen wir hier unsere kleinen Blattkekschen. Die kommen dann hier so rauf. Ankleben werden wir sie mit Royal Icing. Da ist ja noch genügend da. Und dann nehmen wir hier zwei kleine Kekschen und dann kommen die einzelnen hier unten drauf. Dann kommt natürlich noch unser grünes Royal Icing dazu. Dann kommen noch so grüne Blättchen dazu und natürlich unsere roten Blumen. Lebkuchenlaternchen. Es ist fast fertig. Es ist schon fertig dekoriert mit unserem Royal Icing. Es sieht super süß aus. Jetzt werden wir dieses Bändchen nehmen und durch diese Löcher durchziehen und dann ist es fertig. Wir werden es jetzt anzünden. Also nicht das Laternchen, sondern unser kleines Teelicht. Und ich bin sehr gespannt, wie hübsch es aussehen wird. Und da ist sie, unsere Lebkuchenlaterne. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Gebt mir Thumbs up. Ihr könnt mich natürlich auch abonnieren und nächsten Freitag wieder dabei sein. Ich werde euch natürlich das ganze Rezept in meinen Infotext packen, damit ihr das nachbacken könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen November. Eure Melita.